Oh, wie nach einem Bossfight. Doppel-KO und am Ende steht einer noch auf. Ich muss durchhalten. Für meine Schwester. Ey, du wirst ein wahnsinniger Held in deiner Zukunft, wenn du erwachsen bist. Du hast so viel Müll mitgemacht in deiner Jugend. Und alles überstanden. Okay, komisch. Wieder in der Traumwelt, wieder am Nachthemd, okay. Und wieder dieselbe Sache, bis... Jetzt gehe ich wieder hoch, sehe meine Schwester. Ich denke mal, das sind alles nur Albträume in dem Game. Durch die Geschichten, die uns unsere Eltern erzählt haben. Wir kennen das ja wahrscheinlich alle, dieses Déjà-vu, dieses Zurücksetzen in den Traum, wo du wieder denkst, okay, ich bin wieder hier, nachdem du aufgewacht bist. Moment, hatte ich jetzt mehrmals den Traum? Und dann spielt sich das Ganze in derselben Umgebung immer wieder ab, aber anders. Also typisches Déjà-vu halt. Lillimore hieß unsere Schwester, ne? Okay, zugebaut. As the bramble crawled closer and closer. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott! Took hold of his heart. And verschwindet! Then there was a light. Unsere Schwester? Oh, dann eine Nymphe. Oder... Tuva was a light in the darkness. She had filled his heart with courage and a stone with her radiance. The bramble covers all where darkness has taken hold, Tuva said. Follow the light. You will find what you are searching for within the mountain. Komm doch mit, verdammt! Junge! Anscheinend hast du Kräfte, die mich heilen und sauber machen können. Ich könnte das gerade bei dem vielen Blut und Eingeweiden echt gut gebrauchen. Wow, okay. Danke. Oh, jetzt kann ich einen Impuls geben. Puh.
Hirsch? Elch? Nee, irgendwas. Geh weg! Okay, zwei Wege. Dann gehe ich erstmal hier hin. Weil da sind keine Ranken. Okay, da sind Ranken. Ah! Okay, da kann ich nicht hoch. Verstehe, weil da die Ranken sind. Also gehe ich hier lang. Spring da rüber. Puh. Ah, ich muss das... Jetzt raff ich das. Ich muss das an den Blüten machen. Und da hier keine Blüten waren... Ah, ja, ja, ja. Weiche! Stadt. Was soll das sein? Hey! Und Slide. Okay, wahrscheinlich aufs Dach. Jetzt aber fix. Was? Das Ding hat doch Schatten geworfen. Das war ja doof. Das Ding hat eindeutig einen Schatten geworfen. Da, guck dir das an, wie das Schatten wirft. Es ist wirklich ein Spiel für jeden. Das ist nicht schwer. Der Einstieg ist super schnell. Super einfach. Tolle Geschichte. Okay, da ist der Schornstein. Heilige Nova! Ich pack den Stein nicht mehr weg. Muss ich jetzt wahrscheinlich nach rechts oder nach links oben? Das ist die große Frage. Hier geht's gar nicht lang. Da hochklettern? Ich denke mal schon. Was once a peaceful kingdom,
with the great king. Now, his image embodied the darkness that had drowned the world in Bramble. Mhm, das ist der Mountain King, der Dornenkönig, der Bergkönig. Okay, da hinten müssen wir den Ring, den Stein ins Feuer schmeißen. Lauf! Oh shit! Hab's versaut! Oh ne, er guckt da. Oh scheiße, mein Kumpel ist weg. Ich hab seine Hand nicht gesehen, weil er aus Stein und dunkel ist. Und los geht's! Und ja. Lamus would always look after his only friend. Sehr gut, Freund. Moment, da waren Ranken, aber keine Blüte. Erloschenes Feuer. Olle felt a chill as he saw the warnings for desperate mothers carrying their infants. They pleaded with them not to carry out the unspeakable acts they had set their minds to. Wenn ich Runen lesen könnte, ne? Mondlicht, Nacht, Kind, weg, wird unten von gehörnten Monster gefressen und weggenascht. Ja, ja, ja. Seid nicht dumm, Kinder, und hört auf eure Eltern. Okay, ich muss drauf. Kann ich nach links an die Dings springen? Ich glaube ja. Sehr gut. Bonus-Level. Oder auch nicht. Okay, das erste Mal, dass es zwei Level gibt. Aber da der Weg unten... Ah, oh, bin ich gut. Halten, okay. Und drücken. Ohne es zu wissen, habe ich es gemacht. Und Rundkurs und wieder unten. Die nächste große Attacke. Das Licht ist so mega gut. Da wird alles reflektiert und zurück. Hier alles wirft einen Schatten. Ich würde mal sagen, tschüss. Okay, das ist ein menschliches Gesicht mit einem Schädel. Soll ich was mit dir machen? Hallo? Ist das eine Schwester? Hat die ein Kreuz? Umgedrehtes Kreuz. Oh, jetzt kommen noch Satanisten. Um.
Oh, die Blair Witch. Na toll. Eine Sumpfhexe. Oh Gott. Okay. Und zieh, mein Freund. Ach, ich muss den beiden im Rhythmus drücken. Das sind schöne, einfache Mechaniken. Sobald ich trübeln, kommt sie. 100 Pro. So, B zurück und los. Ich bin ja weg, ich bin ja weg, ich bin ja weg. Und hab meinen Stein, der leuchtet. Niemand kann mir was. Ansonsten werde ich nass. Sehr gut. Ja. Ja. Oh nee, das sind alle Szenen von verlorenen Kindern. Holy moly. Ach, sie ist das, die Gehörnte auf dem Steinbild. Na, hab das so gedacht. Okay, nur? Achso, es geht nach unten. Ich dachte schon. Und los. Schau nicht zurück, Ulle. Sei mutig. Renn durch die Dunkelheit. Ich gehe erstmal rechts rum. Wo hier nichts ist. Oh. Da ist noch ein Steg. Wir probieren es nochmal auf den Steg, aber ich glaube nicht, dass es da lang geht. Kann ich da durchwarten? Ich gucke erstmal hier lang. Okay, da geht es eindeutig lang. Aber ich will es wissen. Natürlich nicht. Das heißt einfach nur, hier ist kaputt, geh bitte den anderen Weg. Ja, ich verstehe es ja, aber dass das Spiel so wenig Optionen offen hält, hätte ich auch nicht gedacht. Aber okay, ich gehe jetzt einfach den offensichtlichen Weg, Punkt. Außer ich... Loch oben, das ist cool gemacht. Okay, Loch oben. Das heißt, hier am Netz hochklettern, oder was? Ja. Wir dürfen nicht vergessen, da hinten hängt noch eine Aale am Stock. Hier geht's nicht lang. Okay, das ist die Welt zu Ende. Okay, und wenn ich da an das Netz springe... Ja, sehr gut. So, hoffentlich erfahren wir jetzt. Auf Wiedersehen! Hoffentlich finden wir ein Buch und erfahren, wer sie ist. So, offensichtlich ja jemand, der die Kinder von. Sorry, muss gehen. Die Kinder von ihren Müttern trennt. Okay, das ist eine Kurbel. Und da ist. Eine Sackgasse. Und das ist ja einfach nur die Tür, wo ich wieder raus kann. Richtig? Richtig. Ich denke mal, ich muss später zurückrennen. Genau, das ist die Tür. Boah, ey. Kein Wunder, dass sie so dunkle Mythen haben im Norden, dass, wenn es die ganze Zeit dunkel ist. Dreh den Analogstick. Dreh den Analogstick. Und spring ran. Hey, 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 Boot, 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 Boot. Ah, deswegen die Tür. Okay. Ich
finde die Lichtstimmung fantastisch. Wo ist denn jetzt das Boot hier? Ach, da. So. Geht's hier unten noch lang? Oh, guck mal da. Das ist nur ein Vogel oben rechts. Ansonsten? Wieso kann ich hier nichts anwählen? Was bringt mir diese Aussicht? Hä? Ich kann nicht mal weiter nach oben mit dem Fadenkreuz. Ich kann mich nur in dem Bereich bewegen. Das muss ich vielleicht genauer suchen. Ah, jetzt habe ich. Das sind Kinderwiegen. Holy moly. Das sind kleine Wiegen, kleine Krippen von Kindern. Verstehe. Muss erstmal drauf kommen? Ein Kleid. Ein brennendes Höllensymbol. Ein Kreuz. Ein Bett. Ein Schrank. Eine oberste Etage. Irgendwas Rundes. Sieht aus wie eine Kurbel. Und das war's. Schönen guten Tag, das macht dann 17,95 Euro bitte für die Pizza mit Sardellen und Kinderstreifen. So, du? Und wo war das Kreuz unterhalb? Oh, Gottes Willen, ey. Nein? Was hier drüben, ne? So, und wenn das Viereck um den Kreis auch gemeint ist... Aber das gehört ja zur Tür, das Viereck. Ach, ich habe Viereck anstatt Karo genommen, ich Trottel. Karo war nämlich hier. Jetzt raff ich's. Weil ich die ganze Zeit nur über ganz andere Sachen nachdenke als ihr. Wie kann ich witzig sein, was nie funktioniert? Aber wir sehen hier links, ne? Und die Leute, die immer denken, oh, Pentagramm, das ist ja böse. Ne, 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 ne. So wie es hier hängt, da ist es böse. Denn so könnt ihr euch denken, Ziegenohren, Ziegenbart, hier nach unten, ne, Ziegenohren, Ziegenbart, Ziegenhörner. Und wenn nur eine Spitze nach oben zeigt, ist es eigentlich ein Schutzsymbol gegen böse Mächte. Und das Ziel von dem Kreis und dem Pentagramm im Kreis ist, dass böse Geister... sich durch das Nachverfolgen der Linien und das nie endet, so lange darauf konzentrieren, dass sie halt gebannt sind in dem Kreis oder auch mit Salz, dass sie gezwungen sind, alle Salzkörner zu zählen. Und da Salz besonders rein ist und so klein ist, ne, Reinheit und das Aufhalten sozusagen durch das Zählen der Körner. Dementsprechend müsste doch auch Sand gehen, aber es ist nicht so rein wahrscheinlich. Jetzt lernen wir was. Lass ab vom Kummer und so. Alter, das kam voll von rechts. Ich dachte, what the fuck? Ah, Satanisten! A temporary sacrifice you make in order for your powers to awake. Alter, das hört sich so krass an, als ob die hinter mir steht. Holy moly. Oh, brutal. And surrender to be received into the arms of splendor. Behold the transmutation into gold. Soon a god emerges from the mold. No longer human, brittle and alone. A god is reborn, seated on a throne. Sehen von unten, das Baby als Opfer in der Mitte und sie erwacht als dämonischer Gott mit umgedrehtem Kreuz, was sie getragen hat als Vogelscheuche.
Ja, ist allzeit bekannt, ne, dass Hexen kleine Kinder und reines Blut opfern. Dass das am stärksten wirkt. Bei Lucifer den Lappen. So, habe ich jetzt die Kurbel? Okay, ohne Licht. Oh, voll im Blair Witch House hier. Ich habe auch noch Blair Witch auf dem Dings. Ich glaube, das werde ich danach nochmal anspielen, um zu gucken, wie es ist. Da passt das super hier rein. Das ist doch hier, da oben hängt's doch. Das Holzstück von Blair Witch. Neben der Leiter rechts. Werde ich als nächstes nochmal Blair Witch ausprobieren. Obwohl das schon extrem alt ist, aber ich habe gerade diese Horrorstimmung. Wenn bei Diablo sowieso noch rauskommt, das habe ich zwar nicht bei Wir werden es spielen mit eingetragen, aber ich werde Diablo spielen. Alter, der Junge kriegt einen Schock fürs Leben. Oh, er hängt jetzt bitte nicht das Baby. Ist das ein nices Game? Ja. Ein Grimoire. Was ahead of him. Olle knew he had to hurry before she could complete the ritual. Auf jeden Fall. If he did not catch up with the woman, the swamp would swallow another child. But he did not know that someone else wanted to hold him back. A midwife who wanted more dark souls to take care of. Ist es überhaupt klug, mit Licht zu rennen? Das sieht mich doch jeder. Kann ich hinspringen? Ich denke mal, da die Laterne ist, müssen wir da auch hin. Oh, Friedhof. Da steht Eleanor. Ach nee, Lille. Eleanor, nee, das war nicht unsere Schwester. Lulia. Ist das Lulia? So hieß nicht die, das Mädel, was uns die Verstärkung unseres Steins gegeben hat. Mikkel. Schon wieder das Knie. Springen, Ulle. Gucken. Einfach mal gucken. Jetzt aber. Jetzt.
Dann. Ah ja. Sieht man echt nicht gerade stark? Was? Wo? Da ist er. Ist das? Keine Chance. Ob sie nochmal kommt? Lasst euch überraschen. Haha, witzig. Ja, sorry, ich konnte es mir nicht verkneifen. Da ist er! The Witch. Sie weiß, dass wir kommen. Okay, sie die Hexe und... Moment, wenn sie die Hexe ist und das Ding an dem... Die Vogelscheuche...
Ich komm gleich, Baby. Gleich bin ich da. Ah, ja. Ich dachte, da war ein weißer Punkt. Okay, also es war schon richtig. Die Frage ist... Ah, da ist eine Leiter. Okay. Es war ein Schutzsiegel, dass ich da nicht rein kann. Lauf! Lauf, Ulla! Es hilft nicht! Moment, gehen die Pflanzen nicht ins Wasser, weil selbst die Pflanzen Angst vor dem haben, was im Wasser lauert? Scheint so. Die wachsen alle nur am Rand. Ja, ja, guck mal da. Da ist was im Wasser. Nicht mit mir. Nee, springen. Wieso kann ich nicht springen? Ja, so. Komischer Winkel. Nur? Ich brauche die Distanz. Jetzt wird's eng. Lauf! Haha, habt ihr so gedacht? Sie wollen wahrscheinlich alle unseren Körper! Lasst mich, geht weg! Da hat sie in ihrem Zimmer wahrscheinlich geübt, wie man einen Strick knüpft.
Und gleich passiert's, gleich passiert's, gleich passiert's. Oder auch nicht? Okay, wieso hat sie sich jetzt umgebracht? Habe ich was in dem Buch vergessen? Ach, sie muss ja wieder auferstehen mit einer neuen, als neuer Lebensform. Oh nee. Gott. Das ist doch aber kein Säugling, ist doch viel zu groß. Oder? Least he could give the child a proper burial, so that it would not become another dark soul. Krasses Spiel, ey. Was a light in the darkness. Guilt and sorrow weighed him down, but the warm glow felt comforting. Gollum? Gollums Vater? Follow the light, Tuva had said, and he trusted her. Ah. The Lichtgüber was older than the mountain. Almost as old as the world itself. He was the keeper of secrets. The Lichtgüber. The gatherer of stories. Ah, the Ashibar. Jetzt geht's um Mountain King. Long ago, there was a peaceful kingdom that lacked an heir to the throne. King Nils and his queen Magdalena had waited for a long time, and at last she was expecting a child. She gave birth to the longed-for son, and they named him Ulrich. Und sie starb. But suddenly, doctors crowded around the queen's bed. Magdalena succumbed to the labors of childbirth. The love of his life was gone. Blondes Kind? Wir sind auch blond. Weighed down by sorrow, aber hieß Ulrich und wir heißen King Olle, Ulle. Approached his autumn. Meanwhile, Ulrich grew into a young boy full of life. Prince was the only thing that kept the darkness at bay in his heart. One day, Prince Ulrich fell ill. The doctors tried everything, but he grew weaker and weaker. They told King Nils about a mythical flower that witches were rumored to use to heal any illness. Das ist die Blume, die uns an den Dorn bei dem Dachspringabschnitt immer angeleuchtet hat. King Nils searched the whole kingdom for the flower to no avail, and his campaign soon became a gruesome witch hunt. His path was lined with the witches he had slain, but the flower was nowhere to be found.
Holy shit. Ulle wished he could stay in the warm light of the library. But he knew that he needed to reach the mountain and find Lilimor. Danke. Litgubbe. Suddenly, he heard a familiar voice. Follow me, Schwester. Little brother. I will protect you. Ole. Ole. Komm raus spielen. Oder auch nicht. Ole. Ich wusste es. Ja, ich dachte, es wäre eine Falle. Ist der gehörnte Trollkönig. Da schlägt sein Herz. Wer ist sie denn? Jetzt, Fräulein. Jetzt. Alles Blutmagie! Spüre die Power. Nun naht dein Ende. Oder auch nicht. Thank you.
Ich muss nach oben zielen oder kann nur von der gegenüberliegenden Seite arbeiten. Lauf, Ulla! Final Fight! Schieß hier noch mit Lichtsperren. Jetzt schlägt meine letzte Stunde. Der König! Okay. Ich dachte, ich mache nicht das, was der König gemacht hat. Wenn ich es jetzt nicht mache? Ah, ich mach's. Boah, wie sie gurgelt! Das muss doch reichen. Oh, was der durchmacht, alter Verwalter. Der ist doch geschädigt bis zum Lebensende. Oder wird zum Hexenjäger. Zum Witcher. Er hat weiße Haare, vielleicht ist er Geralt.
Wie alt wird er sein? 6 bis 8, irgendwas? Ulla, what have you done? Tuvas voice called out to him. Ich hab's am Anfang nicht gewollt, so. Ne? Das will ich mal klarstellen. Ich bin gestorben, weil ich den Kreis von Rache und Hass durchbrechen wollte. So sieht's nämlich mal aus. Mein Stein ist weg. Mein Stein ist weg. Die Grafik, ich staune immer wieder bei solchen Einstellungen. Wieso können richtige Games nicht so eine Grafik haben? Lass die Open World weg und gib mir diese Grafik. Mit kleineren Gebeten. Wie ein Sparta. Ein Hexenbaum. Alle Hexen wurden gehängt. Ey, wenn das wirklich... kein Wunder, dass sie das Black Metal... im Norden, in Skandinavien entwickelt wurde. Da hinten läuft was. Sehen wir irgendein Mensch oder ein kundentragendes Ding mit Hacke auf der Schulter? Das ist die Hexenjagd vom König. Schlimme Zeiten müssen das gewesen sein, ey. Du kannst nicht sicher gewesen sein als Frau. Und dann noch die Werwolf-Wut, die dann auf Männer übertragen wurde, die im Wald gelebt haben, Einsiedler. Nicht unter den Rock gucken. Muss nur ein Nachbar gesagt haben, hey, die sammelt Kräuter. Irgendwas, sie hat mich verhext. Dabei stimmt das gar nicht. Wenn du jemanden nicht leiden konntest, einfach sagen, die hat mich verhext. Bab, tot. Ja, es wird Zeit. Das hast du dir verdient. Wie viele Tage ist er jetzt unterwegs, ohne Essen? Ich habe einen Stein wieder, sehr gut. Und jetzt in die Kirche. Diese Wut der Religion, irgendeinen Menschen abzuschlachten, ist doch Wahnsinn. In der Geschichte der Menschheit, oder? Also. Nils Huld. König Nils? Das war also das Dorf des Königs, wo er gewohnt hat. Pranger, Hexenpranger. Welche Säcke? Rechts. Okay, die Leiche gucke ich mir gleich an. Erst werde ich eins mit der dunklen Macht. Ich glaube. Ne? Ne. Okay, das bringt mir aber nichts, ne? Alles verschwommen. Na gut, dann... Wie, wat, wo? Hat sie sich selber erstochen oder hat sie versucht, das rauszuziehen? Stafett van da öderin o blugedorens lüg. Keine Ahnung, ob das richtig war. Na gut, na klar. Oh, jetzt muss ich alle Tasten drücken.
das Geheimnis. Ich dachte, das wäre eine Entblutungsmaschine. Hinten so ein Korkenzieher drin. Juhu. Ich bin weg. Mach mal das Buch schauen. Jetzt, wo ich den Schlüssel habe und sie befreit habe. Was bringen wir dann solche Sachen? Einfach wahrscheinlich nur... Ah, guck mal hier. Da ist sie. Dass du im Hintergrund so viel gucken musst. Aber gut, es hat ja eh keine Beschreibung oder irgendwas wie bei Elden Ring. Da sitzt wer. Spüre die Kraft des Lichts. Mondstein! Oh, Flieg und Sieg, wollte ich sagen. Ich muss schleichen. Ich muss schleichen. Es funktioniert nicht mehr. Ich habe die Power nicht mehr, weil ich sie gekillt habe und die Lichtbringerin böse ist auf uns. Okay, okay, okay. Schleichmeister. Aha. Das ist gut gelöst, dass ich Geräusche machen kann. Und nur? Okay, ich probiere mich einfach durchzuschleichen, oder? Ich habe gar keine andere Wahl. Komm ich hier lang? Nee. Nachtschüssel. Eine Tür oder was? Once there was a peaceful village near a great forest. One night, people began to see a beautiful woman with long dark hair. Lurking in the shadows during the full moon. Men started to follow her into the forest. Some of them never returned, and those who did had lost their minds. Eventually, the villagers had enough. They took all the dark-haired women of a certain age. Deswegen waren alle Frauen on trial for witchcraft. In dem verbrannten Gebiet alle schwarzhaarig. They started to execute them, da ist der Hexenbaum. Hoping to find the right one. Yet men kept disappearing during full moon nights. The villagers grew more and more desperate and burned down a large area of the forest in the hope of finding this strange, beautiful woman.
The villagers had lost themselves. They killed their own mothers and daughters. They burned down more of the forest that had served them with resources. Then one night, when the moon shone at its brightest, five brave men took matters into their own hands. They put on their coats and walked into the burnt forest to hunt for the woman with the dark hair. After a time, they saw the beautiful woman standing in a clearing. Das waren die Kuttenträger, die am Baum genagelt wurden. Enchanted and followed her deep into the forest's heart. She was a shapeshifter that mimicked what men wanted to see in order to lure them away. When they were close enough to touch her, she transformed into something monstrous. She ripped their chests open, hung them up in the trees, and drew strange powers from their still beating hearts. Blutmagie. And no one would ever see them again.